Hi zusammen, ich möchte heute mit euch über ein Shooting sprechen, was ich gemacht habe. Und zwar durfte ich auf der Kieler Woche die A-Regatta begleiten. Nicht im Allgemeinen, sondern für ein spezielles Boot. Und das macht mich besonders stolz und das möchte ich euch jetzt erzählen. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Daniel, ich bin Sportfotograf und Wingfoiler und ich durfte, wie eben schon erwähnt, auf der Kieler Woche die A-Regatta begleiten. Das zu begleitende Boot war nicht nur irgendein Boot, sondern ein ganz, ganz, ganz besonderes, welches auch sofort auffällt. Das ist ein Segelboot, gesegelt von einer französischen Crew mit einem ganz speziellen Segel. Dieses spezielle Segel trägt ein Tyrannosaurus Rex und nennt sich Tyra. Das Boot ist sauschnell und dementsprechend war es gar nicht so einfach, dort Fotos zu machen und auch nicht so einfach, das Segel an sich zu fotografieren. Ich habe 2 Tage lang fotografiert. Die A-Regatta startet in Kiel, geht dann bis nach Eckernförde. Dort ist dann praktisch eine Nacht Ruhepause und dann wird wieder zurückgesegelt. Ich wurde platziert auf einem Motorboot und dieses Motorboot sollte dann natürlich das Segelboot begleiten. Das war auch schon die erste Schwierigkeit, denn das Segelboot ist sau schnell. Ich glaube, die Jungs, die dort gesegelt haben, haben zwischenzeitlich irgendwie mal 18 Knoten gemessen. Das Problem dabei ist, dass die Kieler Förde eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Motorboote hat. Heißt also, wir dürfen eigentlich nicht so schnell fahren, dass wir das Boot überhaupt begleiten können. Und die Windrichtung stand auch so gut, dass man aus der Kieler Förde raus mit dem Spinnaker, also dem Vorsegel, segeln konnte und dementsprechend war das Boot gleich am Anfang sofort ratzeschnell. Wir mussten uns also ein bisschen weiter vorne platzieren, so dass wir praktisch ein bisschen mehr Luft hatten, um Fotos zu machen, wenn dann das Boot aufschließt. Super schwierig, super kompliziert. Vor dem Start habe ich mich auch noch ins Wasser begeben und habe aus dem Wasser ein paar Fotos gemacht. Die sind nicht ganz so gut geworden, weil jetzt einfach super sketchy war, zwischen all diesen Segelbooten dort im Wasser zu sein. Ja, da dann zu versuchen, aus dem Wasser heraus zu fotografieren. Ich hoffe, es sind trotzdem ein paar ganz coole Bilder entstanden. Als uns das Boot dann letztendlich eingeholt habt, war es tatsächlich auch so, dass wir schon mehr Speed aufnehmen durften und konnten. Das haben wir dann auch gemacht. Es war trotzdem immer noch schwierig, mit diesem schnellen Segelboot einfach mitzuhalten. Wir haben uns versucht, relativ nah an diesem Boot zu halten. Solange wir aber noch dieser Vorwindkurs war, war es für uns noch machbar. Später wurde es dann immer ein bisschen schwieriger, als wir dann auf dem offenen Meer waren und auch gegen die Wellen kämpften, war es fast unmöglich, da noch mitzuhalten. Und wir haben dann letztendlich auch relativ zeitig den Rückweg wieder angesetzt in den Kieler Hafen. Die zweite Schwierigkeit war natürlich dann auch die Wellen, um das Boot halt wieder einzuholen. Wir hatten eine Phase, wo ich gerne ein Objektiv wechseln wollte und wir wollten da im Grunde uns einen Vorsprung rausfahren und diesen Vorsprung dann nutzen, dass ich mein Objektiv wechseln kann und dann weiter shooten. Das Problem an der Geschichte ist, dass wir nicht so schnell fahren konnten, dass wir so viel Zeit rausfahren konnten oder in kürzester Zeit so viel Zeit rausfahren konnten, dass ich genügend Zeit zum Wechseln hatte. Dementsprechend sind wir gefühlt 10 Minuten lang Fullspeed gefahren, über die Wellen geprescht. Ich habe das Objektiv gewechselt und innerhalb von 2 Sekunden war das Boot wieder da und auch schon fast wieder vorbei. Die nächste Schwierigkeit, die ich beim Shooting hatte, das Logo bzw. dieser T-Rex ist auf 2 Segeln. Und um den tatsächlich erkennen zu können, muss man einen bestimmten Winkel haben, um den fotografieren zu können. Und auch da mussten wir halt mit dem Motorboot immer mal schauen und gucken, wie platziere ich mich, dass ich dieses Segel auch in seinem extravaganten Sicht zeigen kann. Es war alles nicht so einfach, schwere Bedingungen, stürmisch. Es sind jetzt ungefähr 2 Wochen nach dem Shooting und die Kameras laufen einwandfrei. Also es ist alles gut gegangen, Hut ab an Nikon, der Wetterschutz, der passt. Als wir dann zurück am Hafen waren, galt es dann relativ zeitig ins Auto zu springen und Richtung Zieleinlauf zu fahren. Dort wartete schon die nächste Herausforderung, weil wir hatten am Zielort kein Boot, war darauf beschränkt, vom Land aus Fotos zu machen. Ich habe mir aber das ein bisschen rausgenommen und habe dort den Segelclub Eckernförde angequatscht
da schon nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da so kooperativ wart. Denn ich durfte auf das Boot, was den Segeljachten, die dort ins Ziel kamen von der Regatta, die Platze zuweist. Heißt also, ich kam ein bisschen näher ran, konnte auch wieder vom Boot aus den Zieleinlauf fotografieren. Fotografiere mit dem Nikon Z-System und benutze für ein einziges Objektiv noch den FTZ-Adapter und das ist für mein 200 bis 500 mm Objektiv. Dafür habe ich noch diesen Adapter. Ansonsten benutze ich eigentlich nur Festbrennweite. Und mir fehlt ganz oft die Range zwischen 85 mm und diesen 200 mm. Ich habe hinten in meinem Schrank eine alte Nikon EM stehen, das ist eine halbautomatische analoge Kamera. Und dafür habe ich zwei Objektive. Das ist einmal ein 50 mm 1.8 und ein 80-200 4.0. Das ist natürlich genau die Range, die mir zwischen ja, 85 und 200 fehlt. Und das habe ich benutzt. Hier habt ihr den Blendring. Das ist ein Schiebezoom. Und wie ihr natürlich sehen könnt und der Optik natürlich auch erkennen mögt, das ist ein manuelles Objektiv. Trotzdem hat es ganz coole Bilder gemacht und ich mag den Look tatsächlich, weil es ein bisschen flacher ist, nicht so ganz so viel Kontrast, wie man das von den heutigen Objektiven kennt. Und hat mir so ein bisschen den Arsch gerettet, weil ich ein bisschen mehr Range und ein bisschen weniger Range auf dem Boot hatte und das hat mir sehr gut geholfen. Als das Boot dann im Ziel war, stand natürlich noch Fotos an, wie die Jungs dort sich ready fürs Land machen und das Boot praktisch sichern. Dann abends war auch Teamessen dort am Hafen, also das war Catering vom Feinsten, kann man eigentlich sagen. Und das habe ich natürlich noch mit begleitet und es gab eine Tagessiegerehrung. Auch die habe ich festgehalten. Generell habe ich auch hier vor der Regatta, nach der Regatta versucht auch die Crew einfach so ein bisschen mit aufzunehmen, ein bisschen mit festzuhalten, einfach zu gucken, okay, was machen die vorher, wie bereiten die sich vor, was machen die am Boot, was lassen die in ihrem Autos, als sie sich umziehen. All solche Dinge habe ich da versucht mit einzubinden und ich denke, das Shooting hat so an sich auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe auch kurz gefilmt, also es gibt ein kleines Kurzvideo, was jetzt am kommenden Donnerstag veröffentlicht wird. Letzte Woche Donnerstag, das verlinke ich euch gerne einmal hier. Dort ist ein Timelapse-Video, weil ich habe auch eine Action-Cam an den Gabelbaum hinten gegangen. Heißt also, während der Regatta lief praktisch meine Action-Cam, die Fotos gemacht hat, weil ich auch da einfach onboard einfach ein paar Pictures haben wollte von der Crew, wie sie dort agiert und wie sie mit dem Boot durch das Wasser fährt. Und auch das ist mir, glaube ich, relativ gut gelungen. Und als ich dann am Ende die Bilder hatte, dachte ich, warum mache ich da nicht einen Timelapse von? Ein bisschen Bewegtbild ist nie verkehrt. Und das könnt ihr euch, wie gesagt, hier anschauen. Ja, und ich glaube, da machen wir jetzt einfach schon mal einen Strich drunter. Ihr habt einige Bilder gesehen. Ich hatte super duper viel Spaß dort auf dem Shooting. Super cool, auf dem Boot durch die Gischt zu fahren. Also gerne mehr davon. Ich habe richtig Bock gehabt. Wenn ihr Fotografie interessiert seid, schaut auch gerne mal auf meiner Homepage vorbei. Dort könnt ihr euch in den Newsletter eintragen und bekommt dafür ein kostenloses E-Book, was euch als Fotografie-Anfänger oder auch Fortgeschrittene noch ein paar Tipps an die Hand gibt. Des Weiteren findet ihr dort auch meine Prints und plane da gerade etwas Neues, was vielleicht sehr, sehr cool sein würde. Also bleibt auf jeden Fall hier mal am Start, um keine Updates zu verpassen. Abonniert den Kanal, liked das Video, teilt es mit euren Freunden und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, guten Wind und gutes Licht. Tschüssi! You can throw us if you want to.